Ja, traditionell gibt es eigentlich Kartoffelsalat, Würstchen, selbstgemachte Buletten von meiner Schwester. Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders, weil man getrennt feiert. Deswegen wird es dieses Jahr schon am Heiligabend die Ente geben, die wir traditionell zu Weihnachten essen. Ja, also die Vanillekipferl meiner Schwiegermutter sind tatsächlich die besten. Die schmecken hervorragend und immer wenn wir die zu Hause versuchen, kriegen wir sie nicht ganz gut hin. Aber Vanillekipferl stehen bei mir ganz oben. Ja, also ganz klassisch tatsächlich der kleine Lord. Immer Freitag vor Weihnachten habe ich schon als kleines Kind geguckt. Jetzt gucken wir es zusammen mit den Kindern. Was wir tatsächlich auch immer mal wieder gucken, wenn es kommt, ist tatsächlich Liebe. Das ist ja inzwischen auch so ein Weihnachtsfilm geworden mit Hugh Grant. Und ein ja, etwas aus der Reihe fallender Film ist ja jedes Jahr Stirb langsam. Aber ob wir den dieses Jahr gucken, müssen wir mal gucken. Ich habe noch gar nicht gesehen, ob der im Programm angeboten wird. Dieses Jahr feiern wir Weihnachten natürlich ein bisschen anders als in den Vorjahren. Es wird nicht so eine große Runde geben, sonst hatten wir alle zusammen, alle Schwiegereltern, meine Eltern und unsere Schwestern. Dieses Jahr teilen wir das und sind da natürlich vorsichtig. Und insofern werden wir in diesem Jahr Heiligabend und ersten Weihnachtstag getrennt feiern. Und am zweiten sind wir dann nur in der Familie. Ja, bei uns gibt es traditionell gar keine Gans, sondern eine Ente. Und die gibt es normalerweise am ersten Weihnachtstag. Und in diesem Jahr, was alles ein bisschen anders ist, gibt es die schon an Heiligabend. Aber traditionell essen wir Ente und das am ersten Weihnachtstag.